Herzlich willkommen zurück oder zu einem neuen Projekt von mir. Mit dabei sind der Sky, getan als Loco, und ein guter Freund, die Hoppeline. Ist aber ein Junge. Genius! Naja. Guten Tag! Guten Tag, so wie viele von mir wollen. So, genau. Dann einmal bitte zu mir gucken. Wir sind hier auf dem RPG-Server, wie ihr alle ja wisst. Das heißt, das hier ist kein normaler Server, das ist nämlich der Server von Hoppeline. Genau. Gut, und da kommt ihr auch nicht so einfach drauf. Genau, der ist whitelisted und die IP hab ich und noch ein paar andere Leute. Unter anderem Leute, die hier drauf spielen. Aber so was der dritte heißt nicht Hive MC, Leute. Das kann ich euch verraten. Bei mir sitzt nämlich gerade Hive MC. Das ist, weil ich gerade auf Hive war und nur so. Und so ein kleiner Bug, wie immer ist. Genau. Da sind fertig, ich habe so eine kleine Standardausrüstung bekommen, so Schwerter und so weiter. So eine hier spezielle alles. Freundesrüstung. Auch genau, noch. Sowas. Und ein Pferd mit Dia-Rüstung, das schwarze da unten. Was sich wundert, man kann sitzen, es ist ein Mod, es ist ein Plugin. Dieser Server basiert mit Plugins, ich weiß gerade gar nicht. Ich mache mir gerade ganz kurz im... Versuche das mal gerade kurz, mich im Gamer zu machen. Und wusste, ich habe keine Rechte. Kann ja. Ich gleich PL machen. Ich glaub's auch nicht. Doch! Drauf sind Chess, World Edit und Lockchat. Lockchest LVC ist zum Verriegeln der Kisten. Und für die Türen und für die Schilder. Alles. Chest, glaube ich, ist für sich sprechen. Das sind Stühle, was wir gerade haben. Und World Edit kennt, glaube ich, jeder. Feld editieren. So, ja. Das haben wir auch nur für einen kleinen Grund, was wir da hinten bei der Burg hatten. Ja, die beiden wollen mich jetzt auch rumführen, habe ich gedacht. Bester Hoppeline, genau. Erklärt dir noch weiter über diesen Server was. Ach so. Ja, am besten kommst du einfach mal mit. Dann gehen wir mal zu unseren Pferden und dann zeige ich dir erstmal alles. Wieso? Ach so, stimmt ja, Sprinten war ja was anderes. So, meine Pferdskin. Und ich beobachte euch von oben mal kurz weiter. Was war das jetzt? Das war Trank der Schnelligkeit, oh, und war schnell warte. Unterwegs. Nein, ich habe mein Pferd aus Versehen angeleint. Scheiße! Ich muss erstmal wieder reiten lernen. Ja. Ja, und wie ihr wahrscheinlich nicht wisst, sind ist hier eine Großstadt weiter hinten, wo die Burg auch steht, aber genau. Wo wir uns gerade wo wir uns gerade befinden, ist in der Dorfreich Osaka, was von mir regiert wird. Eigenwerbung. Dann kann ja Hoppeline mal kurz weiter erklären. Genau, also hier ist die Zollstation, da oben ist dann der Zollmeister, der kontrolliert manchmal Leute und kontrolliert auch unten am Hafen. Zu dem gehen wir jetzt am besten mal hin. Wo seid ihr? Einfach durch den Tunnel, hier durch den Tunnel. Einfach durch den Tunnel gehen. Sehr nice. Ja. Den habe ich nicht gebaut, sondern Hoppeline. Also bei mir könnte es ein bisschen laggen, weil ich so halt... Also ich nehme ja nicht auf, aber falls ich manchmal so komisch rüberkomme, ich renne da gerade. Ah, stimmt, du rennst ja noch die letzten Forestas-Folgen. Genau, hier ist der Hafen. Da kann man so seltene Items kaufen und sowas. So, Lagerhaus. Herr Relink, ich habe eine Frage an Sie und ein Spiel. Welches Schiff hat Hoppeline und welches Schiff habe ich gebaut? Bitte begutachten Sie die Schiffe jetzt. Das warst du. Woher willst du das wissen? Es ist detailvoller verarbeitet. Genau. Außerdem ist es im japanischen Stil und ja, genau. Deswegen ist es. Jeder weiß, dass ich detailverliebt bin. Genau. Ja. Soll ich immer jetzt voll hochspringen? Yeah, nein, ich hasse nicht drauf, schade. Naja, auf jeden Fall, das ist so das Lagerschiff und das ist das Schiff der Regierung hier, das kleinere. Da kann man aber drauf springen. Genau. Und dann da oben in den Bergen entsteht so ein Kloster von so zurückgezogenen Mönchen. Das baut gerade der Sky, weil ich das total verkackt habe. Viel zu sehr. Entschuldigung, genau. Aber ja, zu sehr. Das mit dem Bauen muss ich noch lernen. Ja. Ich glaube, da gehe ich mal gleich hoch. Oh. Mit dem ja, Kloster. Aber da ist noch nichts wirklich. Nee, das tun wir den Zuschauern nicht an. Genau. Nein, ich bin tot! Mit. Oh, nein! Was? Scheiße, ich bug ihn! Verkackt! Absteigen! Nein, ich hab kurz das Holz weggemacht. So, vielen Dank! Raus. Oh, scheiße!
Irgendein Handy hat gerade Bing gemacht, wollte ich nur mal so sagen. Meins? Nö, irgendeins. Meins. Nein, das war meins. Nein, das war meins. Dann war es gleichzeitig. Auch nicht schlecht. Ja, gut. Kommst du nochmal mit? Ja, sofort. Ich muss kurz mein Handy wegmachen. Bist du unten im Tunnel? Genau, ich bin schon wieder unten im Tunnel. Jetzt ist mein Pferd schon wieder irgendwelchen Schaden erlitten. Das kannst du mit Äpfeln heilen. Es heilt sich auch von alleine ganz schnell sogar. Genau. Ja, ja. Na, kommt dir mal endlich. Oh, ich wollte doch gar nicht absteigen. Ups, Entschuldigung. Steuerung, um zu rennen. Aber ja, ja, ich habe aus Versehen Steuerung und Shift gleichzeitig gedrückt. Der schwarze Mann kommt hinter euch her. Oh, mein Handy blinkt schon wieder. Mach's aus! Nein, es ist ein Handy. Es darf unprofessionell. Nicht aus. Unprofessionell. So, jetzt kommen wir ins Dorfzentrum von Osaka. Ich muss gerade also so ein bisschen mit einer Hand laufen, das ist mega schwierig. Ha, so. Nein! Oh, schon wieder abgestiegen! Verkacktes Pferd! Das hier ist das Dorfzentrum. Das Dorfzentrum mit dem Farmhaus und da hinten ist gleich noch die Schmiede und... Ich glaube, man merkt, dass ich hier gerade so alleine auf diesem Dorf baue. Genau, hier ist die Schmiede und da unten ist auch noch das Bergwerk. Ja, das Bergwerk. Also ich mache hier zurzeit das Dorf alleine, aber ich freue mich auf die Unterstützung von Elenk. Genau. Und ich hoffe, er wird sein Werk als... Du kannst selbst deinen Beruf sagen. Was war ich nochmal? Ich war, glaube ich... Fleischer. Fleischer, genau. Metzger, wie auch immer. Und dieses, also dieses Serverprojekt mit verschiedenen Freunden basiert auf ein bestimmtes Zeitalter. Was ihr eigentlich schon mitbekommen haben müsstet. Ja, das heißt auch, es wird nur in diesem Stil gebaut werden. Das müsstet ihr alle jetzt verstanden haben, hoffentlich. Wenn ja, dann hebt bitte eure linke Hand. Nach oben nicht. Und sagt, verstanden, ich meine unsere Zuschauer. Ja, auf jeden Fall, hier ist die Burg vom König, also von mir. Da ist auch das Gefängnis drin und so. Ach, das habe ich noch gar nicht. Ach ja, das Gefängnis. Ach ja, davon wollten wir auch noch ein Video machen. Ja, ja. Hier ist das große Bauprojekt, was wir eigentlich den Zuschauern nicht zeigen wollten. Bitte gehen Sie weiter. Gehen Sie bitte weiter. Also, hier fängt jetzt die Großstadt an, beziehungsweise die Stadt, die noch entsteht. Oh, Lex. Felix, kommst du mal? Ich dachte, ich darf das noch nicht sehen. Mein Vater nervt gerade. Nein, das geht. Aber dieses Bauprojekt da hinten, was leider alles... kurz und klein geschlagen ist, das wäre nicht so. Oh, ich habe einen Namen für das Projekt, Leute. Das war bis jetzt immer so ein bisschen unbekannt. Aber ich habe jetzt einen Namen für dieses Projekt gefunden, und zwar Projekt Osaka. Minecraft Osaka nenne ich das jetzt einfach mal, wenn niemand was dagegen hat. Also ich habe nichts dagegen, weil du eh gern mein Dorf sein wirst. Also die Stadt hier heißt Colonia, wie Köln. Und da ist jetzt das Rathaus, hier. Können wir auch mal kurz reingehen, wenn du willst. Ich muss einen Fettkuss anleihen. Ja, Shift, das, und da. Oh, bist du angeleint? Nein, die Leine ist noch in meinem... Du musst mit rechts klicken, genau so. Ja, ja, hier ist der Brunnen und genau, hier ist das Rathaus. Achtung, Creeper. Bitte lass nichts in die Luft sprengen, ey. Nein! Warum ist er... Bei mir leckt das voll! Ich hatte den gekriegt, sorry! Der eigentlich... Du und deine bestimmten Lecks. Das ist so, Junge. Der ist auf einmal zurückgesprungen und ich wollte irgendwie... Ja, ist ja gut. Gut, ich baue das kurz wieder auf. Wir glauben dir schon. Oh, das ist aber nett, Dankeschön. Nicht. So, also hier... Kommst du mal wieder runter? Hier ist eine Spinne. Die kriege ich aber, oder ist irgendwas explodiert. Und jetzt boom! Bestimmt. Also hier oben ist Besprechungsraum und Archiv. Ey, bestimmt machst du schon wieder was kaputt. Ey, bestimmt macht das jetzt gleich wieder bumm. Und hier sind die Büros. Die verschiedenen.
Vom Bürgermeister. Hab ich's nicht gesagt, dass es wieder Bumm macht. Hä, wo ist denn Bumm, wo ist denn Bumm gemacht? Achso, oh, Entschuldigung. Ja, und hier ist das schwarze Brett. Sag ich mal, wo man irgendwelche wichtigen Sachen dran schreiben kann. Was für Regeln gab's doch nicht? Naja, ich... Siehst du? Maxi! Bumm! Maxi, leg das ja. TNT weg. Ich hab doch kein TNT. So, und hier... In dem Haus, direkt neben dem Rathaus, ist der verrückte Händler. Da kann man irgendwie alles kaufen. Ja, dafür haben wir auch extra den Hafen gebaut, damit man sich beziehungsweise Akazien-Saplings kaufen kann. Genau. Die aber den sehr, Hafen habe ich noch nicht gesehen, ne? Den müssen wir nicht zeigen. Doch, nee, da wo den wir Hafen unten... waren wir eben mit den Schiffen. Achso, ah ja, klar, stimmt. Ja, nö, das ist kein Hafen, das ist nur so ein kleines... Leck mich am Arsch, du Wichser. Das ist... Du würdigst wieder keine Arbeit. Da ist ein Creeper! Oh, echt? Creeper. Also, hier ist so der Marktplatz. Hier könntest du zum Beispiel deine Fleischwaren dann verkaufen. Fleischwaren? Oder nee. So. Und die Fleisch. Währung ist welche? Redstone. Das ist Redstone also, Währung? Weil bei uns Redstone eine Währung ist, weil man damit sonst auf dem Server nichts anfangen kann. Also halt irgendwelche Sachen bauen, aber das darf man nicht, weil ist ja Mittelalter. Hier ist der Hinrichtungsstuhl, keine Ahnung, Plattform, wo man hingerichtet wird, wenn man gegrieft hat. Griefing. Regen! Und da, genau. Es gibt Regen! Oh, ich mache einen Shader an. Und das ist Gesetz. So, Shaders an. Hier sind die beiden heiligen Kaninchen. Das sind Kaninchen? Ich dachte, das wären... Nein, das sind Kaninchen. Das sah von aus wie so ein Hase. Und das unfertige Gebäude hier ist von Sky. Das ist der. Schon wieder von mir. Genau, der macht hier so den Medikus dann. Also Medikus. Wenn ihr nicht wisst, was Medikus hier. Ist, fragt es in den Comments oder fragt jetzt. Wo ist die Erklärung? Meine blöden Grafikeinstellungen. Da machen wir mal jetzt hier auf. Herr Hoppeline, bitte erklären Sie jetzt einen Medikus. Ein Medikus ist quasi, ja, ein Arzt des Mittelalters. Also er wusste dann natürlich nicht halb so viel wie die Ärzte heutzutage. Da gab es dann auch irgendwelche Schröpftechniken und sowas, ausbluten lassen. Und, ja, auf jeden Fall, Medikus war ein hoch angesehener Mann in der Stadt immer. Ach ja, und Reling? Ja. Wenn du mal kurz hier in den Brunnen reinschwimmen würdest. Oh, ein Wither. Das unten ist ein Eisengolem. Oh, ein Eisengolem oder so. Ein Wither! Der Wither! Sorgt dafür, dass hier auf dem Marktplatz keine Monster spawnen. Deswegen nicht wundern, wenn hier weniger Monster sind. Der Eisengolem macht die Dinger weg oder die Monster weg oder wie? Nee, die spawnen. Der verhindert, auf dem dass Marktplatz. Es weniger spawnen. Ach so. Also, also ich habe hier hinten, Herr Hoppeline, bitte kommen Sie mal bitte auf diese geheime Baustelle, die ich hier, ja, so schön... Oh, ich kann nicht mehr sprinten. Yay, futtern. Ja. Meint sie, das ist schon mal für einen Anfang gut? Ja, sieht ziemlich cool aus. Ja, dann dafür, ist... dass wir gestern hier alles weggesprengt haben. Ja, dann ist die Baustelle jetzt zu, Besichtigung eröffnet. Genau. Jeder, der hier hingucken will. Hier können wir auch dann die Kirche anfangen. Genau, da hinten kommt dann noch eine Kirche hin. Also wir sind uns noch nicht ganz einig, ob die da hinten hinkommt oder dahin. Ja, war jetzt gerade nur so ein spontan. Oh, Baustelle, die ich besichtigen darf. Hallo? Ja, hier hinter dem Bau. Da drüben. Hinter der Sprengung. Ein Hase! Genau, ein Hase. Der erste Hase, den ich in meinem Leben sehe. Den darfst du töten. Yay, töten! Du kannst den töten und dann gibt es Fleisch und sowas meistens. Ein Creeper! Ein meistens und dann nicht! Creeper! Muss Creeper, darf ich ihn töten? Wenn er nicht explodiert, gerne. Hallo? Oh, wer hat mich jetzt hier mit dem Pfeil abgeschossen? Ich hab daneben getroffen. Ja! Ich hab da nicht mal geschossen! Da wäre diesmal fast der Creeper explodiert dadurch. Aber der steckt jetzt dekorativ in deinem Oberarm. Was? Na, mein Oberarm! Tot.
ihr müsst zum Medikus. Wir hatten hier schon einen ganz speziellen Fall mit einem Esel und Hoppeline. Lass Patientenakte. Vertraulich. Das gab's damals noch nicht. Doch, das gab's. Ich bin übrigens der König, also darf ich alles. Wo ist jetzt hier bitte schön euer spezielles Bauprojekt? Hörst du mal auf mich abzuschließen, bitte? Hier ist das spezielle Bauprojekt, beziehungsweise hier entsteht das spezielle so, Bauprojekt. So, toll! Ja, das ist so speziell. Nein, hier war alles kaputt und so. Also. Achso, das habe ich gesehen, ja. Und das haben wir jetzt terraformt und jetzt kommt hier was hin. Wir? Wir? Ja, ich auch. Ich zwei Blöcke vielleicht. Ja, ja, wer darf das wieder aufbauen? Oh, noch mehr Viecher. Ich greife da jetzt an. Ja, dafür bist du ja auch die königliche Baumannschaft. Was? Ein Baby Creeper! Ein Zombie Villager! Villager? Ja. Warte, töte ihn mal nicht. Ja. Ist schon zu spät. Mann, weil ich wollte mal ausprobieren, wie man so einen Typ wiederbelebt. Ja, auf jeden Fall, jetzt hast du erstmal alles Wichtige gesehen. Und ja. Dann können wir jetzt zurück zu Osaka. Also, ich warte dann schon mal auf dich. Oh, ich muss den Fett hier noch holen, ne? Ja, das wäre keine schlechte Idee. Hast du eigentlich dein Pferd schon benannt? Oh, nein. Lieselotte, ich komme! Lieselotte. Ja, ich habe mein Pferd Lieselotte genannt, Leute. Wie benennt man das Pferd? Rechtsklick. Ja. Rechtsklick drauf. Lieselotte! Oh, ich hab immer noch mein. Guy ist Landwirt auf dem Server. Wer sagt jetzt auch Loco genannt? Genau. Oder weil wir da ein paar kleine Probleme hatten. Ehemals Guy, jetzt Loco. Loco? Ich mich immer noch. Und ja, ich bin König und der verrückte Händler und so. Sprint, scheiß Pferd, sprinte! Ja, Moment. Jetzt müsste sein Pferd schneller sein. Vielen Dank. So, jetzt hat sogar mein Schaf einen Namen. Dein Schaf? Ja, mein Schaf. Dein Schaf. Ja, das mein Schaf jetzt. Ja. Okay. So, dann, Abeline. Hey, wo ist Relink? Ich bin hinter Abeline. Ich bei mich schon. Da. Aber. Ja, ich muss mal kurz jemanden anstupsen. Ja, ansonsten ist die Stadtführung soweit abgeschlossen oder die Weltführung. Jetzt weißt du ziemlich alles. Verdammt, falschen angestupst! Absteigen. Pferdchen anbinden. So, jetzt habe ich den richtigen angestupst. Ah, und anstupsen. So, dann. So. Ja. Wenn ich die wir treffen uns jetzt alle zusammen und sagen. Oh, scheiße. Wenn euch die Folge einigermaßen gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, die jetzt gleich aufgenommen wird, weil ich jetzt bauen muss, will und so weiter und so fort. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Minecraft Osaka. Tschüss und habt noch einen schönen Tag.